Deutschland Cup, Spieltag 1 in der Jaila Arena, muss am Nachmittag die Schweiz gegen die Slowakei aufs Eis. Das gleiche Auftaktspiel wie im vergangenen Jahr. Craig Ramsey, der Cheftrainer der Slowaken, tritt an mit einer jungen Mannschaft gegen eine noch jüngere, gecoacht von Patrick Fischer, dem Schweizer Nati-Coach. Und nach einem durchwachsenen ersten Drittel, die Schweizer auf dem Weg. Zwei Pässe und dann sind wir im zweiten Drittel und bei der 1-0-Führung für die Schweizer Nationalmannschaft. Jason Fuchs. Wunderbar, dieser Pass aus der neutralen Zone und dann über die Fanghand des slowakischen Goalies. Nächste Gelegenheit, nur wenige Minuten später. Bertaccia. Alessio Bertaccia löst sich wunderbar von seinen Gegenspielern und sorgt für das zwischenzeitliche 2:0 der Schweizer. Wir sind immer noch im Mittelabschnitt. Wieder eine gute Situation und Tyler Moy jubelt für die Nati. Es ist der dritte Treffer. Wunderschöner Pass von Andrea Glauser in der Mitte. Das Tor der Nationalmannschaft verschoben aus der Slowakei. Kosaristan, hier hebt er das Ding aus den Angeln. Die Schiedsrichter entscheiden schon auf dem Eis. Das war ein gutes Tor. Schauen sich aber den Videobeweis an und bestätigen ihre Entscheidung. Das Publikum angetan nach torlosem ersten Drittel ist jetzt endlich mal was los. Und die Schweiz, lange hält sie diese 3-0-Führung, aber dann kommen die Slowaken doch noch mal in die Partie. Keine Schlägerkontrolle, deshalb die Chance für Krivosik zum Anschlusstreffer. 1:1, wir schreiben die 56. Spielminute. Da kommt die Chance und Krivosik mit dem Anschlusstreffer. Jetzt ist die Hoffnung da. Der nächste Angriff der Slowaken. Dann kommt der Pass durch die neutrale Zone. Und es heißt 2:3. Andrej Kutra, nur 28 Sekunden nach dem 1:3. Mit diesem tollen Konter die Slowakei dran. Auszeit genommen von Patrick Fischer. Die Schweizer Mannschaft dann etwas ruhiger. Voll und vor dem Tor Raphael Prassel. Das ist eine Antwort. Alles richtig gemacht von Patrick Fischer. Auszeit und dann das 4:2 nach diesem kontrollierten Angriff, dem Fehler in der Defensive. Ja, und dann läuft die letzte Minute und dann ist noch einmal die Scheibe von Pius Sutter ins leere Tor befördert. Die Schweiz gewinnt mit 5:2 das erste Match dieses Deutschland-Cups. Und kann hoffen, endlich mal wieder dieses Turnier für sich zu entscheiden.